Jetzt möchte Gutsbesitzer Gabriel den Gästen seine Alpakas zeigen. Eine Alpaka wird geschaut, ja. Sie haben 14 Alpakas. Das ist eine Arbeit, die braucht sehr, sehr viel Geduld. Muss man viel aufpassen. Wenn man die richtige Schere hat, geht es schneller. Es fehlt das richtige Werkzeug. Ihr bräuchtet eine elektrische Schere. Ja. 6 bis 7 Kilo Wolle kriegen die aus dieser Alpaka. Du musst die Füße mal anfassen, kriegst nie wieder. Luftgepolstert sind die. Wie beim Kamel, oder? Nee, ja, diese fühlen sich anders. Familien. Fühlt sich aber anders an. Kamele und die haben diese Haut dran, wie Luftpolsterung. Wenn ein Schaf die Klaue hinten offen hat, das Wasser vorne beim Zutreten wieder rausspritzt, so reinigt er sich den Innenfuß. Das Alpaka ist übrigens nicht tot. Es wurde nur zum Scheren an den Beinen gefesselt. Gabriel, wo ist der Kopf? Tamme möchte, dass Anton auf den Reisen noch etwas über die Eigenarten der Länder erfährt. Heute lernt er, wie sich Alpaka-Faser anfühlt. Ich finde, die ist nicht so fettig wie beim Schaf. So. Bei dieser Wärme so viel Wolle, das ist aber auch ein Genuss für das Tier. Hier ist ja ein Grundfett drin, so ein bisschen Lanolin, ähnlich wie beim Schaf. Und das hält ja das Ganze sauber. Und wenn ihr euch das anguckt, auch in der Wolle, da findest du auch keine Läuse oder Parasiten drin. Also das ist trotzdem, dass sie so viel lausiges Zeug um sich zu haben, ist es nicht schlecht. 6 Kilo Wolle sind runter. Jetzt wird das Tier erlöst. Doch ohne sein dickes Fellkleid wirkt der stolze Alpaka-Hengst etwas entblößt. Gleich läuft er so in der Weide. Nackt. Hier, guckt ihm die Tiere an. Hier, schau mal. Nackidei, auf die Füße. Alpakas waren ein ganz wichtiges Nutztier für verschiedene Zwecke. Wolle, das Beste hier. Sowieso Fleisch hier. Fleisch zusammen mit Meerschweinchen hier. Und dann eigentlich Transport. Alpakas sind trittsicher, können über die 4500 Meter problemlos laufen, sind Tiere angepasst in den Anden, transportieren nicht so viel Gewicht. Vielleicht maximal transportieren sie so 80, 90 bis ein Zentner vielleicht. Aber trittsicher und schneller als Pferde und Mullis. Nach dem Besuch bei den Alpakas bringt Gutsbesitzer Gabriel Tamme sein zweites Sorgenpferd.